Hey meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute machen wir ein kleines Educational-Video. Wenn ihr dieses Video fertig angeschaut habt, dann werdet ihr alle Parfum-Fachbegriffe kennen, die ihr kennen müsst. Los geht's! Designerduft. Düfte von Marken, die neben Parfums auch noch andere Produktlinien vertreiben, für gewöhnlich für den Massenmarkt. Nischenduft. Düfte von Marken, auch Parfümhäuser genannt, die auf Parfums spezialisiert sind. Sie sind gewöhnlich weniger kommerziell und schwerer zu bekommen. Designer-Exklusivlinien. Designermarken, die innerhalb ihrer Marke eine Nischen-Parfum-Marke vertreiben. Ihr erkennt sie an Namen wie Privé, Private Blend, Maison von Markennamen oder Les Exclusives. Duftkonzentration. Der prozentuelle Anteil des Duftöls in einem Parfum. Je höher die Konzentration, desto länger hält der Duft. Eau Fraîche. Enthält zwischen 1 und 3% Duftöl und einen geringen Alkoholanteil. Eau de Cologne. Enthält zwischen 2 und 5% Duftöl und einen geringen Alkoholanteil. Eau de Toilette. Enthält eine Duftkonzentration von etwa 6 bis 8%. Eau de Parfum. Enthält eine Duftkonzentration von etwa 8 bis 15%. Parfum. Auch genannt Extrait oder Extrait de Parfum, enthält eine Duftkonzentration zwischen 15 und 30%. Kopfnote. Auch genannt Opening oder Eröffnung. Es ist der erste Eindruck eines Dufts. Sie enthält die leichtesten und flüchtigsten Noten und ist nur in den ersten Minuten wahrnehmbar. Herznote. Bestimmt den Charakter eines Dufts. Sie hält für gewöhnlich etwa eine Stunde und hat einen starken Einfluss auf die Basisnoten. Basisnote. Erscheint nach Verschwinden der Herznoten und enthält die schwersten Bestandteile des Dufts. Sie bestimmen außerdem den Duftcharakter im Drydown. Drydown. Der finale und bleibende Eindruck eines Dufts, in dem alle Duftnoten miteinander verwoben sind. Haltbarkeit. Der Zeitraum, den sich ein Duft nach dem Sprühen auf der Haut oder der Kleidung hält. Sillage. Auch Projektion genannt. Die Intensität, mit der sich ein getragener Duft in der Luft hält und ausstrahlt. Komposition. Das kreative Werk, in dem Fall der Aufbau des Dufts. Nase. Ein Experte in der Kreation von Duftkompositionen, auch Parfümeur genannt. Flanker. Eine neue Variante eines existierenden und meist kommerziell erfolgreichen Parfums. Meist auf Basis derselben Duft-ENA, aber mit leicht verändertem Charakter. Chypre. Düfte mit einem ähnlichen Duftakkord. Zitrische Kopfnoten, florale Herznoten und holzig-moosige Basisnoten. Orientalischer Duft. Meist schwere, süße, intensive und warme Düfte. Sie enthalten oft exotische Gewürze und ziehen ihre enorme Haltbarkeit aus Vanille, Moschus und Edelhölzern. Floraler Duft. Ein Duft dominiert von einer oder mehreren blumigen Noten. Zitrischer Duft. Ein Duft, der hauptsächlich aus zitrischen Noten wie Bergamotte, Orange, Mandarine, Zitrone und Grapefruit besteht. Aromatischer Duft. Ein Duft, der aromatische und Kräuternoten wie Salbei, Thymian, Rosmarin oder Lavendel enthält. Oft wird er durch zitrische oder würzige Noten ergänzt. Aquatischer Duft. Ein Duft mit einem aromatisch-holzigen Akkord ergänzt durch maritime Noten. Fougère. Französisch für Farn, charakterisiert durch scharfe, krautige und holzige Noten auf einer Basis von Lavendel, Kumarin und Eichenmoos. Gourmand, ein Duft mit einem essbaren, dessertartigen Charakter. Enthält oft Noten wie Vanille, Tonkabohne oder Karamell oder andere synthetische Noten, die Geschmacksrichtungen imitieren. So, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch mit jemandem, der diese Infos auch unbedingt braucht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.